Herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns hier in den Wildlanden. So, wir gehen jetzt zu diesen Überlandstraßen und werden diese öffnen. Ja, wir gehen erstmal voll verpeilt. Genau, falsch. Also wie gesagt, wir versuchen die zu öffnen. Ich weiß nur jetzt nicht, welche Überlandstraße wohin führt. Keine Ahnung. Deswegen probieren wir einfach mal beide aus. Ach komm schon, diesen 5mm Hügel schaffst du doch. Na also. Schaf, stirb. Schafe, die aus Eiern schlüpfen. Meine Fresse, wie kann man gerade auf so eine bescheuerte Idee kommen? So, Zeit einfrieren und... Oh, wir haben nur noch ein EP übrig. Ist ja nicht so toll. Ja, einfach drüber fliegen, würde ich mal sagen. Und hoppsa! Oh, ein Apfel! Uah, Alter, was ist da los? Und hops. Und heps. So, Odin da. Oh! Eine Nachricht von Square Enix. Die schauen wir uns natürlich mal an. Vielleicht ist ja diese Challenge Nummer 4 beendet. Dann gibt es wieder was Neues. Aber erstmal müssen wir warten, bis es sich verbunden hat. Das dauert ja bekanntermaßen immer etwas. Oh, Outworld-Herausforderung Nummer 3, Ergebnis. Gratulation, ihr habt genug Abwehr verfasst, bla bla bla. Für Herausforderung 4 insgesamt 400.000. Lightnings dunkle Orchidee-Garnitur gibt es jetzt. Aha. Schön. Neue Outworld-Prämien. Kleidung. Helipolis. Angriffszauber. Magische Angriffskraft steigt um 180. Ruinstufe 4 hat es drin. Das ist schon mal schlecht. Nein. 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 Oh, bleib drin im Menü. Kampfgarnituren. Ja, Magie wird steigen. Lebenspunkte sinken. Nee. Es hat aber Ruin drin, das kann ich nicht brauchen. Verdammt, die ist stärker. Aber da ist Ruin drin und Ruin ist doof. Was will ich denn mit Ruin Stufe 4? Das ist ja... Ja, und hier im Drachenritter bringt es wahrscheinlich nichts. Obwohl... Ja, ein bisschen Angriffskraft sinkt, aber mehr jetzt nicht. Ja, aber trotzdem, das Ruin ist... Nee. Ruin ist doof. Brauche ich nicht. Schade. Mal schauen, was bei dieser Herausforderung Nummer 4 dann ist. Vielleicht bringt das uns ja mehr. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Tür hier aufgeht. Oh, ich kann es anklicken. Das ist ja unglaublich. Mit Überlandstraßenschlüssel das Schloss öffnen, um eine Passierbescheinigung zu halten. Yep. Ja. Willst du jetzt bitte aufgehen? Ach, das ist doch einfach ein Graus. Meine letzte Chronostasis, weil keine Monster mehr da sind. Das ist ja ekelhaft. Odin, wo bist du? Odin, Odin, komm her. So, wir müssen jetzt zur anderen Überlandstraße. Okay. Oh Mann. Die Wildlande gibt es keine Monster mehr. Das ist doch echt behindert. Zu viele Schafe. Verwirrte Schaf, was machst denn du hier? Ja, das ist sehr verwirrend, dass ein verwirrtes Schaf hier rum
Spackt. Tschüss, Odin. Ich glaube, die Tür ist ja offen. Ja. Ja, tschüss, Odin, auf jeden Fall. Bis später. Ja. Vor allem genau hier. Die ist offen. Wo kommen wir jetzt da eigentlich hin? Wow, willst du mich verarschen? Alter, was macht hier so ein fettes Riesenviech? Im Chaos auch noch so ein Chocobo-Fresser. Oh mein Gott, ich speichere hier mal kurz. Zack. Zack. Alter, ist das hier krass. Was geht denn ab, hey? Über den Straßen schön und gut, aber das ist ja pervers. Ja, genau, nochmal so ein Viech. Schön, dass die Viecher nicht ausgestorben sind, sondern die gibt es ja noch hier am laufenden Band. Und ich... Ah, putzig, will ich haben. Angreifen. So, den können wir leicht bezwingen. Das Ding ist auch irgendwie stärker. Polymera! So, Drachenblut. Und das war's mit dir. So, wir haben wieder fast 3 EP. Das ist supi. Was kommt da jetzt wieder für ein Viech raus? Oh! Das ist ja praktisch. Polymera und Sturmschneise. Willst du jetzt bitte in den Schock gehen? Polymera. Und das war's mit dir. So, fast 4 EP, das ist ja wunderbar. Okay, die Vieh gibt's echt am laufenden Band. Das ist schon mal vorteilhaft. Na komm schon, Schockzustand. Polymera. Und Drachenblut. Cool. Fast 6 EP. Nein, du nicht. Also das ist jetzt cool. Das ist wieder nicht so cool. So, was kommt als nächstes? Ach, ein Tulipan. Im Chaos. Ich weiß nicht, ich glaube im Chaos lasse ich das lieber. Nein! Tulipan. Dich nehme ich mit. Oh, ich habe jetzt mein Odin nicht da. Blitzschutz, das ist ja hervorragend. Feuer! Eisgar! Nochmal Eisgar! Und Sturmschneise! Na, klasse! Oh yeah! Feuer! Eisgar und Sturmschneise. Jetzt hat es den Windschutz. Meine Güte, echt, hey. Hörst du auf?
So, machen wir mal das andere Zeugs hier weg mit Bann. Feuer! Und Drachenblut! Jetzt hat's Feuerschutz. Ist ja hervorragend. Dann bekommst du erstmal Eisgar. Und nochmal Eisgar. Nein. Na komm schon. Feuer. Und blocken. Wunderbar. Feuer. Nochmal. Na komm schon. Nein. Auf geht's. Hat's wieder Blitzschutz, meine Güte. Nein! Schlecht, schlecht. Wuhu! Gut, 7 EP ist anscheinend wieder mal voll, ich verstehe das nicht. Ach, weißt du was? EP-Fertigkeiten, Vitagor. Na, komm her. Dich nehme ich mit Polymera. Und Sturmschneise. Los, nochmal. Wuhu. Daran Giftgar, Vitalsphäre, Naturpanzer und Gold Malefizit. Schön, schön. Ja, Tulipan, ich brauch dich gerade nicht. Aber danke, dass du vorbeischaust. Was ist denn das für ein leuchtendes Zeug da hinten? Oh nein, das ist bestimmt ein Chocobo-Fresser. Nein, schlimmer, ein Erdfresser. Chaos. What? Kann es sein, dass mir Chaosherde irgendwie Leben abziehen? Was bist du? Oh, hallo. I'm ready. Are you? Polymera. Sturmschneise. Polymera. Und das war's schon wieder. Und jetzt haben wir wieder 8 EP. Ich check das überhaupt nicht. Ach, das Ding. Hallo, aber ich brauch dich gerade nicht. Sorry. Ah, schau an, was haben wir denn da Schönes? Den Atmos. Und das Teil schon wieder. Nee. Gut, jetzt sind wir also wieder hier. Atmos Sandsee, die klagenden Dünen. Was haben wir denn hier für Missionen und Aufträge? Magische Wunschtafel. Hier hätten wir nur noch den Chocobo-Fresser und das ist eh weltweit, das passt eh. Monster Hatz, die Wüstenrose, nee, das kann man vergessen. Ah, die Eidechsenschwänze. Und Nebenmission, die letzte Bestie, können wir auch vergessen, das ist der Flunadrache. Und die letzten müssen wir die ganzen Viecher ausrotten. Das wird auch nichts. Okay, wir können jetzt hier Eidechsenschwänze noch sammeln. Alter, der sieht so geil aus, der Atmos. Einfach Hammer. Das Ding da rechts allerdings nicht so der Hammer. Ach, ich liebe diese Musik.
Hündchen! Und tschüss! So, jetzt müssen nur noch irgendwo Eidechsen rumgammeln. Da ist eine. Komm schon. Ach, die Musik erinnert mich irgendwie an Oerba. Bei 13.2, da war es, glaube ich, die gleiche Musik. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ach, hör halt auf. Oh Mann. Und? Eisgar. Und nochmal Eisgar. Und die Zeit einfrieren. Oh. Zwei Eidechsen. Nein, sogar drei. Einen Eidechsenschwanz und noch einen. Nein, so ein scheiß Objekt. Ein Kaktor. Hey, bleib doch stehen. Ich tu dir doch nichts. Ich werde dich nur umbringen. Das kannst du ja Vollgas vergessen. Tschüss. Go sleep in the chaos. Eine Kaktorpuppe. Juhu. Toll. Bräuchte aber eigentlich Eidechsen und so. Du verkaufst sowas aber nicht, oder? Nee, nur Scheiß. Ach komm. Sag mal, habt ihr hier einen Dauerparkplatz reserviert oder was? Die Viecher sind ja überall. So. War ich eigentlich schon mal hier? Ich glaube nicht. Da können wir auch mal kurz vorbeischauen. War's schon wieder? Meine Güte. Eidechsen. Eidechsen, kein Erdfresser. Lalalalala. Komm schon, Eidechsen. Oh, Hund, meiner. Eisgar. Polymera. Einen Reißzahn. Komm, da muss es doch irgendwo solche Eidechsen geben, das kann doch nicht wahr sein. So. Vielleicht dort hinten beim Leuchtturm, da gibt es doch bestimmt ein paar Eidechsen. Und vor allem keine solche fetten Erdfresser. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem. Ja, komm. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter, gibt's da viele. Und ich kann nicht, weil so ein Viech hinter mir ist. Puh. Aha.
Eidechsen-Töterin. Schön. Genau, Kaktor, verpiss dich einfach. So, da gibt es ja richtig viele hier hinten. Das ist ja wunderbar. Nur mal so eine Frage. Ja. Nur so eine Frage. Ach, jetzt muss ich wieder was ein bisschen ansprechbar. Oh. Warte. Zack. Zack. Eine Kiste mit 4 EP. Wenn ich die aufmache und das Ding nur scheiße ist, lade ich den Spielstand neu. Weil ich die EP wirklich brauche. Dringend. Silberspange. Was ist das für ein Scheiß? Erhöht die maximalen ATB-Wert um 10. So eine Scheiße ist es. Unglaublich. Da gibt man 4 EP aus für so Müll. Das ist doch unglaublich. Ja, ich weiß, verbinde dich schneller. Hallo? Hallo? Ja, schön. Spiel fortsetzen. Hier waren wir. Fertig geladen. Weißt du was? Nee, ich will jetzt nicht. Fangsabsichten. Wie schützt man einen versteckten Schatz am besten vor seinen Feinden, indem man ihn zuerst findet? Fang wusste, dass Sivanil nur davon abhalten könnte, den Seelenkral auszutragen und ihr Leben zu opfern, indem sie die Clavis vor dem Orden findet. Doch ihre Bemühungen waren umsonst und nun hat sie einen neuen Plan. Ich habe keinen Zweifel daran, was sie vorhat. Sie will die Zeremonie aufhalten. Und ich will diese Kiste nicht aufmachen. Hallo. You're really working your way through those last ones. I knew I was right about picking you. Okay. Hier sind die Eidechsen vielleicht jetzt wieder da. Kaktor! Bleib hier! Juhu! Und er ist Geschichte. Bringt immerhin einen halben EP-Punkt, dieses Kaktor-Teil. So schlecht ist das Ding gar nicht. Wie viel von diesen Dingen brauchen wir eigentlich noch? 4 Stück? Die sollten wir doch einigermaßen zusammenbekommen. 4 Eidechsen, die werden hier bestimmt irgendwo rumliegen, rumgehen, rumexistieren. Was auch immer die man so macht als Eidechse. Jetzt gehe ich mal hier hin. Da war ich ja angeblich noch nie, glaube ich. Ein Hund. This will be your last battle. I won't lose. Ach, verdammt, ich hab doch Eisgar gedrückt. Willst mich jetzt verarschen? Komm, mach's fertig. Na, also geht doch. Ich dachte, ich war hier noch nie. Anscheinend doch. So, dann suchen wir mal weiter. Nach diesen Eidechsen. Ach komm. Oh. Es verfolgt mich immer noch. Jetzt nicht mehr. So, Zeit anhalten bitte. Dankeschön.
Eidechse. Oh Mann, in einer Folge sammeln wir Pilze, in der anderen sammeln wir Eidechsen. Die Spannung ist bestimmt kaum mehr auszuhalten. So, Eisgar, und das bitte zweimal. Danke, jetzt kannst du heilen. Oh, ein Chaosherd, da ist bestimmt so ein Erdfresser drin und hier gibt es weit und breit keine Eidechse. Alter. Ich will in so ein Ding nicht gerade unbedingt reinlaufen, wenn es sein muss. Alter, willst du mich verarschen? Das sind Eidechsen. What the fuck? Hab ich das Ding jetzt erschrocken? Was willst denn du? Schwäche Wind. Okay, wird ein bisschen problematisch. Naja, oder auch nicht. Polymera. Und das soll es gewesen sein mit dir. Und Dekourage, die Proteststufe 2, bla bla bla. Wunderbar. Ein unbewertetes Objekt, das ist wieder hervorragend. So, und du bist... Nein, auch so ein scheiß unbewertetes Objekt, das gibt's doch nicht. Ich brauch so einen Schwanz und kein unbewertetes Objekt. Das hört sich irgendwie falsch an. Gut, Zeit wieder anhalten. Hui, da ist noch eins. Gut, von den Viechern brauche ich keine Angst haben. Ha! Erwischt. Polymera! You think you can beat me? Nein, jetzt konnte ich es nicht mehr unterbrechen. Beziehungsweise blocken. Woohoo! So, also schon mal Geschichte. Shine hope on the future. Na komm, wenn du mich jetzt angreifst. Oder auch nicht, dann kriegst du eben eine Polymera drauf, bis zum geht nicht mehr. Ja, das war's auch schon. So, habe ich jetzt die Eidechsenschwänze eigentlich ausreichend viele? Nein, zwei brauche ich noch und ich habe so viele gefunden, das gibt's so nicht. Also ganz ehrlich, diese Eidechsenschwänze mache ich jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch. Ach, wie ich das Ding hasse. Komm. Polymera! Das gibt's doch nicht. Woohoo. Na, also, geht doch. So, wo gibt's jetzt hier Eidechsenschwänze? In der großen Wüste eigentlich oder gibt es sie nur woanders? Das. Boah, wie ich diese Viecher hasse.
Na also, Schockzustand, wunderbar. So, wenigstens schon mal eins weg. So, und der folgt auch. Ich glaube, diese Eidechsen gibt's hier nicht. Dann gehe ich da einfach mal da drüben hin. Oh Gott, schon wie so ein scheiß Sahagin. Bleib bloß weg von mir. Geh weg von mir. Ich will nicht gegen dich kämpfen. So, die Treppe kommst du aber nicht hoch. Nee, kommst nicht. Haha. So, Eidechsen, da muss doch irgendwo eine sein. Na, wo ist denn hier mal eine? Eine kleine Eidechse. Ich brauche nur noch zwei Schwänze, das gibt's doch nicht. Ach Gott. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn doch wohl irgendwo zwei rumgammeln. Jetzt bin ich schon mal wieder in der Stadt, das gibt's doch nicht. Mann, Kinders, das gibt's doch nicht. Alter, ist hier viel los, was geht denn da ab? Moment mal, gibt's bei euch was Neues zu kaufen? Die Lila. Und den Rest haben wir schon alles. Gut, du bist langweilig. Nö. Ja, ich hätte den Augenblick, den ich kaufe jetzt auch mal. Hui, 114.000 Gil haben wir. Mann, sind wir reich. So, gehen wir mal kurz zu dem kleinen Kind hier. Ja. Turbo-Alter. Frischt die EP erheblich auf. Hui. Heldenmediziner Courage, ihn haben gelernt, Hast gegen TP-Erlung. Protestwarnung Florigina. Hm. Weißt du was? Heilmittel tun wir mal weg. Now this is valuable. Come back whenever you find any. Gut, den Turbo-Äther, den heben wir uns auf für den Notfall, falls wir keine EP mehr haben sollten und wir dringend welche benötigen. Kann ja vorkommen, eventuell. Oh, you again. Hast du jetzt irgendwas Neues? Nö, nicht wirklich. So, da müssen doch jetzt immer nur zwei Eidechsen rumgammeln. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da auf dem Weg waren doch auch mal welche. Na komm, Eidechsen. Ich hab's befürchtet. Ich gehe mal einen anderen Weg, weil da gibt's nämlich bestimmt welche. Hoffe ich zumindest. Na los, Lightning, laufe. Warum läuft denn die Zeit schon wieder weiter, verdammt? Muss ich besser aufpassen. Ja, da haben wir eine. Das ist zwar nicht... Verdammt. Das ist zwar nicht die Stelle, die ich meinte, aber egal. Sei ein... Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Schon einen einzigen. Hier muss einer rumgehen, das kann doch nicht anders sein. Ja, komm her.
Highscore! Und nochmal! Na komm, einen Eidechsenschwanz, ich bin hier schon bei 35 Minuten. Meine Güte. Ja, kommt's her. This will be your last battle. The cycle of death ends now. The fight will be honest. Na komm schon. Polymera! So, da vorne muss irgendwo eine rumlaufen. Das geht gar nicht anders, da muss eine sein. Ja, gut, dass das Viech überall ist. Nein, da ist keins. Ja, die sind schon wieder. Dann muss da oben noch eine sein. Natürlich. Was auch sonst. Ja, da sind die Viecher ohne Ende. Ein Dexenschwanz, wunderbar. So, das nehme ich jetzt trotzdem alles noch mit. Gut, wenn der da rumstreunert. Was ist mit denen hier? Achso. So, hier speichere ich jetzt nochmal. Zack. Zack. So, und wir schauen jetzt noch kurz hier rein. Ein Seidenschal. Was bringt er uns? Erhöht die ATP-Füllrate um 15%. Um 15. Ja. Also ich habe gespeichert, ich werde die neu auf... Also, ich werde das Spiel jetzt hier beenden und dann nochmal neu, also den Spielstand laden. Und dann sehen wir uns morgen wieder zurück hier bei Final Fantasy 13 Lightning Returns. Danke fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao!